Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order. Die Kloster-Digimon-Welt sind... Mein Herz schlägt schneller. Nein, pst. Die Kloster-Digimon-Welt sind bedroht. Oh nein. Wir sollen mal mit Platinum, Numemon, Sukamon, ihr habt Hungermon und so weiter und so fort mal raiden. Machen wir auch gleich. Erstmal kümmern wir uns um die Mägen. Achso, das geht nicht. Haben wir schon gemacht. Okay. Ich weiß schon, wer ein paar Hotdogs kriegt. Und ich weiß auch schon, wer Gemüse kriegt. Gucken wir mal so. Ginseng für Kuro. So. Ja, schön diszipliniert. Und du bekommst gleich ganz viele Hotdogs. Sekunde. Dauert einen Moment. Gut. Ja. Läuft ganz gut. Wir sind, wie gesagt, eigentlich schon durch ein Spiel durch. Machen noch ein paar Sachen. Ihr wisst ja, Dinge, die ich eigentlich nie tue. Aber hey. So. Hallöle. Ja. Bitte. Ja. So. Wie sieht's aus? Ah, sehr gut. Gucken wir uns das mal kurz genauer an. Nein, noch nicht genug. Bei dir? Du hast genug. Sehr schön. Das freut mich. Hihi. Dann wirst du bald zu Dianamon werden. Perfekt. Okay. Was ist eigentlich mit dir? In der Menschenwelt gibt es wohl so etwas wie Geisterhäuser. Sie sind wirklich gruselig. Aha, Kuro kann sich ertragen. Ja, toll. So. Ja. Okay. Zuerst zu Platinum und Numemon, dann zu Numemon. Oder komm, wir gehen gleich zu Numemon, was soll's. Ich habe keine Lust. Ich wurde per Digimail kontaktiert. Offenbar haben alle Numemon den gleichen Anruf per Mail erhalten. Anscheinend ist es auch ein einflussreicher Sukamon-General losgezogen. Das könnte in einen großen Krieg enden. Aber das ist nicht mein Ding. Also habe ich die Mail ignoriert. Mir gefällt es hier. Nochmal bitte was? Mehr weiß ich auch nicht. Ich habe nur diese eine Digi-Mail erhalten. Das war's. Ich werde mächtig Ärger kriegen, weil ich diese Digi-Mail ignoriert habe. Ich wage nicht, mich hier wegzubewegen. Hier ist es perfekt für mich. Ich habe noch mehr Zeugen gefunden. Ich brauche es nicht, also kannst du es haben. Ach so. So. Mal zu Platinum-Numemon. 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 Platin. Ihr wisst schon. Gucken, was das noch sagt. Wir reden einfach mal mit allen. So, hi. Angeblich sollen sich ein paar Sukamon und Numemon im öffentlichen Toiletten eingesperrt haben. Ist das wahr? Ich habe eine Digimail gekriegt und es für meinen Streich gehalten. Ich wäre natürlich so oder so nicht gegangen. Ich habe eine Schwäche für Glitzerkram. Ich liebe nichts mehr, als mich hier mit hübschen Dingen zu umgeben. Wie du das Problem lösen sollst? Ich glaube, General Numelfos wurde zur weiten Hochebene entsandt. Okay. Der Geruch von Vintage-Digimos. Damit wickelst du ihn um den kleinen Finger. Das lockt ihn raus. Vintage-Digimos wird in kleinem Raum neben der Kapitänskajüte an Bord des Mod-Kaff-Bot-Schiffs gezüchtet. Das wird eine richtige Quest, wo ich hin und her rennen muss und nervig und so. Oh Gott. Ich schicke eine Digi-Mail. Danke. Alles Digimos. Es ist in einem Nebenraum der Kapitänskajüte an Kamot. Ein kostbares Gut. Nicht kaputt machen. Streichle einfach ein wenig darüber, um den Geruch anzunehmen. Das wird gegen Numelfos in der weiten Hochebene helfen. Viel Glück und setze diesen Irrsinn ein Ende. Na, ganz tolle Wurst. So, okay. Dann gehen wir nochmal zum Schluss zu Sukamon. Mal gucken, was das uns noch so Tolles erzählt. Oh Mann, Leute. Ob wir das in einer Folge schaffen? Das ganze Rumgerenne vor allem. Oh. Oh.
34, na gucken wir mal. So kommen wir doch hier oben irgendwo, ne? Da. Hi. Was? Es wurden alle öffentlichen Toiletten besetzt? Ja, ich habe eine Digi-Mail gekriegt. Aber ich liebe diesen Boden so sehr und könnte mich darin eingraben. Ich kann gar nicht beschreiben, wie gut sich das anfühlt. Ich könnte hier niemals weg. Hm? Was du wegen der Toilettensache machen sollst? Naja, wir Zuckermann können einen Fossilhaufen halt nicht widerstehen. Wenn du sowas findest, kannst du es vielleicht herauslocken. Die Dinger sind aber ziemlich selten. Nein, mir fällt sonst nichts mehr ein, was dir noch helfen könnte. Ach ja, ich muss dir was erzählen. Dieser Fluch, ach so, das. Nein, danke. Okay, dann auf zu Kap Mod. Zur Kapitänskajüte. Gehen wir am besten über Defekt Ex Machina Hinterland. Das müsste am schnellsten gehen. Dann haben wir das lustige Moos. Ohne Moos nicht los. Ich überlege, ob wir vielleicht direkt über Kap Mod schneller gewesen wären. Ich weiß es nicht. Ist jetzt auch egal. Hier sind ein paar Materialien. Ja, hier sind ein paar Materialien. Wissen wir doch. Irgendwie humpelt. Seht ihr das? Shiro humpelt ein bisschen. Das sieht irgendwie komisch aus. Shiro, ist okay bei dir? Oh Mann. Mach mal Platz hier. Wir einfach alle vor uns Angst haben. So. Damn, damn, damn. Krasseste Typen, die es gibt. Super duper krass. Ja, lauft nur alle weg von mir, ihr blöden Herr Guruman. Ich bin viel cooler als ihr alle zusammen. Bam, bam, bam. Bam, da, da. So, Mod Flaggschiff. Okay, oh, jetzt müsst ihr gleich vor Schritt kacken. Wir kämpfen noch gegen den großen Schwabbel. Nicht so viel zu tun, ne? Ich mach so viel sinnlosen Scheiß hier nebenbei. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich kacken muss und wegen Kacke unterwegs bin. Ha, witzig. Ah, komm. Das ist ein kleiner Mini-Boss. Den kann man mal besiegen. Mach ihn fertig, ey. Yeah. Oh. Das hat gar nicht mal so schlecht Geld gebracht. Sweet. So. Mobiles Klo. Müsst ihr beide kacken? Dann habe ich nur einen ausgewählt. Das wäre natürlich jetzt ärgerlich. Müsst ihr beide? Müsst ihr vielleicht beide, ne? Nee, muss ja eh nur einer. Gut. Okay. Ich denke mal, da wo das Plague Gatumon war, da können wir irgendwie uns das... Was? Willst du mich verarschen? Im wahrsten Sinne des Wortes? Okay, ich sollte aufhören mit irgendwelchen Klo, Arsch, Fäkal, was auch immer, Wortspielen. Das ist schlimm. So, sonst. Gut. Huch! Bildsimon! Hi! Ein Zebra in Bekleidung von zwei Digimon hat diese Welt gerettet. Das muss Yume, es muss Yume sein, glaube ich. Ich bin Bildsimon, man sagt. Ich bin eines der 7 tödlichen Digimon, aber ich hasse Gruppen. Ich bin lieber allein für mich und tue, was mir gefällt. Entschuldige, dass ich hier rumquatsche. Also, was ich will, ist ein Wettkampf mit jemandem wie dir. Was hältst du davon, Lust gegen mich anzutreten? Kein Problem, hauen wir rein. Du kämpfst, ohne nach meinen Gründen zu fragen. Du gefällst mir. Also dann lass mir den Spaß beginnen. Okay, gut. Kämpfen wir gegen Wildsimon. Ich sterb Wildsimon. Cool, ist das Digimon überhaupt? Warte, habe ich auch eins. Hoffe ich. Gucken wir mal. Das sieht nicht gut aus. Doch. War ganz schön stark, das Bild, Simon. Muss man schon aufpassen.
Irritiert, dass ich keine DNA-Diktation machen kann. Bis jetzt ging es immer, wenn die Freundschaft voll war, aber diesmal reicht das irgendwie nicht mehr. Was? Was war das gerade? Habt ihr das Motorrad gesehen? What? Just build them on things. So. Doppelter Einschlag. Na, ganz toll. Ah, okay. Könnte schlimmer sein. Mach mal weiter. Man kann jetzt hier mal seine Ulti einsetzen. Du? Sehr schön. Oh, der Kampf ist knackiger, als ich dachte. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so lange braucht. Freut mich aber auch, doch mal noch eine Herausforderung zu haben. Und boom. So, das muss ich kurz überlegen. Du brauchst eine Heilung. Der geht bestimmt auch ins Dimensionsviertel. Ich glaube, die meisten, die wir jetzt kriegen, kommen ins Dimensionsviertel, weil die einfach die einzelnen Labyrinthe, denke ich mal, auch freischalten. Ne, das klappt nicht, ne? Du bist noch zu nett, ja. Ja, wie ätzend der einfach ist. Und wie stark vor allem. Das sollte schon. Kann ich. Ich wollte eigentlich. Oh, deswegen kann ich keine Items einsetzen. Ich wollte gerade heilen. Oh oh. Da liegt, glaube ich, einer. Super Heilungsdisk schmeiße ich hier erstmal rein. Und da regeneriere ich nochmal schnell. Boah. Pilzemann ist schon krass, ne? Da schmeiß ich jetzt ordentlich die Discs. Aber wir haben schon die Hälfte geschafft. Guckt. Alles cool. So. Tomb Raster. Er schießt aus seinen Nippeln. Das sieht so dumm aus. Yeah. Wie geil er uns einfach weghaut. Das ist unglaublich. Der Typ. Oh, ja, du bist so ein doppelter Einschlag. Komm. Schmeiß noch deine lustigen Heil-Items. Gut. Perfekt geheilt, würde ich mal sagen. So. Los. Steh wieder auf, Shiro. Mensch. Hab dir gerade eine Heilsisk hingeworfen. Immer cool bleiben hier, ja? Und jetzt nochmal weiter angreifen. Ach komm, das schaffen wir. Los geht's. Na komm. Komm, Kuro. Du auch. Doppelte Attacke. Wow. Jetzt machen sie unglaublich wenig Schaden an ihm eigentlich. Oh nein, jetzt setzt er schon wieder die Ulti ein. Nein! Ach nee, doch nicht. So. Oh, wie ich hier die ganzen Discs gerade reinschmeiße. Boah, das ist jetzt unerwartet lang gewesen. So, wir haben es geschafft. Gute Werte, gutes Geld. Was will man mehr? Jo, was geht? Hey, du bist genauso interessant, wie ich mir dachte. Ich kämpfe alleine und du mit deinen zwei Digimon. Wir gehen die Sache anders an und suchen doch die gleiche Macht. Man hatte das letzte Mal so einen guten Kampf. Danke, dass du meine Herausforderung angenommen hast. Und Pilzemon ist nun in der Stadt. Schön. So, haben wir mal nebenbei so Pilzemon weggeballert. So. Oh. Vitramon. Cool. Was haben wir hier? Du riechst nun nach Vintage-Digimos. Okay. Cool. Wir reden nochmal mit Vitramon. Oh, du bist dieser Mensch, über den alle reden. Ne? Der Aufgabe für uns Digimon erledigt. Warum auch immer. Sag an, was du brauchst. Oh, hey, cool, ich bin Ex-Vitramon.
Ex-Wemon meine ich. Ich suche seit einiger Zeit nach einem ganz bestimmten Digimon. Hast du schon einmal von Magnamon gehört? Es ist ein Royal Knight in strahlenden goldener Rüstung. Er sollte endlich irgendwo in dieser Welt erschienen sein. Er ist eine Legende, die ihresgleichen sucht. Ich habe ihn überall gesucht, konnte ihn aber nicht finden. Ich hätte so gerne ein Autogramm von ihm. Weißt du, wenn du ihn also siehst, kannst du ihn um eins bitten für mich? Und wo er sein könnte? Ich habe überall gesucht und dann irgendwann aufgegeben. Zuerst würde ich zu Vitramon gehen, um ihn um Rat bitten. Er hat nämlich auch nach Magnamon gesucht. Vitramon war am Anfang von absoluten Nullpunkte. Vitramon ist wohl ein absoluter Nullpunkt. Gehen suchen. Na toll. Gut. Oh, ey, so viele Quests. Das ist ja schlimm. So, kannst du mir ein Autogramm des fantastischen Magnamon besorgen? Frag Vitramon, ein absoluter Nullpunkt, wo sich Magnamon aufhält. Ja, yeah, geil, so, okay, gut. Ihr seid müde. Ich bin auch müde. Komm, wir legen uns hin, Leute. Wir kämpfen. Oh. Leute. So. Good night. Sleep well. Oder sleep well. So. Sehr schön. Gehen wir erstmal zurück in die Stadt. Ich denke mal, dass Blitzemon auch, wie gesagt, in das Dimensionsdingens gegangen sein wird. Ich nenne es einfach mal als Dimensionsdingens, weil mir der andere Ausdruck gerade nicht einfällt. Dimensionsviertel, das war's. Du bist zurück, Yume. Ich habe gute Neuigkeiten. Blitzemon ist in die Stadt, ja, nach dem ganzen Gerede über die ursprünglichen tödlichen Digimon, ins Dimensionsviertel natürlich. Richtig krasser Shit hier. So, das überlege ich kurz. Wir gehen erstmal kurz ein paar Hotdogs mampfen, damit die Disziplin schön sinkt. Das wollen wir, ja. Hotdogs mampfen, ich bin aus Versehen den falschen Eingang rein und muss deswegen jetzt länger laufen, es tut mir leid, auf zu Okremon. So, Hotdog, für Shiro. Nein. So. Und Kuro bekommt noch ein bisschen Gemüse. Ein bisschen hier ausbauen alles. Perfekt. Gut, das sieht doch sehr gut aus. Dann müsste hier schon... Gucken wir mal ganz kurz. Schon fast alles erledigt sein. Wir müssen noch ein paar Mal kämpfen oder ein paar Trainingsfehler machen. Das könnten wir eigentlich... ich weiß nämlich nicht, ob wir noch so viel kämpfen werden. Ich überlege gerade, ob wir nicht einfach die Trainingsfehler kaufen können. Können wir ja machen im Dojo. Dojo. Ey, just die Mann. So, das ging doch hier, ne? Hi, was geht? Was willst du? Trainingsversagen plus 1. Du willst das Trainingsversagen als Digimon steigern? Bitte wähle einen Partner aus. Von Hero. Durch die übermenschliche Kraft von Kranku Wagamon wurde das Trainingsversagen von Shiro um 1 gesteigert. Geil. Ich glaube, es ist gar nicht mal so gut. So, über umsonst strahlen, fühlen sich gut an. Marco Caputeremon hat seine Freude mit dir geteilt. Das Glück deiner Partner ist gestiegen. Das ist natürlich super. So, was wollte ich denn jetzt? Ach ja, ich hab das jetzt gemacht. Also gehen wir jetzt in die nahen Ebenen. Weil ich ja jetzt hier nach diesem lustigen Moos da rieche. Ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach mal. Gucken wir mal, ne? Oder wartet mal. Es tut mir so leid. Ich gehe nochmal ganz kurz hier rein. Because of reasons. Ja, Digi-Eisen, ganz toll. So, nochmal ein bisschen Metall. Ein paar Steine. Steine. So. Kann ich auch was verbessern?
Nö. Ja, verbessern wir mal. Los geht's, bitte. Jetzt verstehe ich auch, was das mit Zeitlimit bedeutet. Da war ich das erste Mal ja verwirrt. So, okay, jetzt auf in den anderen Ebenen. Nein, wir holen uns auch was zu essen. Ich bin so scheiße, ey. Es tut mir so leid. Topcake. So, komm. Okay. Und damit so viel... Komm, wir machen hier auch nochmal... buntes Fleisch. Und buntes Fleisch. Komm, wenn dann richtig. Jo, was geht? So. Auf zu den nahen Ebenen. In Klammern diesmal wirklich. Ich seh schon, ich hab Spaß. Mann. Und du? Hä? Was sagst du zur Situation? Zur Lage der Nation? Oh, was willst du? Was? Ich hab nichts gemacht. Ich hatte Spaß. Ich will nicht. Ja, ist ja gut, du Arsch. Ich meine natürlich, du tolles Digimon. Weiter hoch, Ebene. So. Ich überlege gerade. Warum muss ich dort hinten hin? Ich hätte gedacht, dass ich zum Klohaus muss. Aber irgendwie ist das Ausrufezeichen wo ganz anders. Ich gehe erstmal zum Klo. Und untersuche das und dann gehe ich zu dem Ausrufezeichen rüber. So, das hier ist besetzt von Zuckermon und Nomemon. Sagen die irgendwas oder ist es einfach nur so? Dieser göttliche Duft, was? Ich dachte, wir beide wären verbündet. Mir war... Ach, okay. Ich hab's richtig gemacht. Das Ausrufezeichen auf der Karte ist wo was anderes. Okay. Mir war klar, dass du, der Retter der Welt, selbst ohne den Verstrecker eine harte Nuss werden würdest. Ich bin Numelfos, der blitzschnelle Herrscher der nahen Ebene. Warum machst du das? Kannst du nicht einfach mit den Toilettenunsinn aufhören? Um mir meinen Traum zu erfüllen, die Nomemon und Zuckermon zu vereinen. Und damit jeder draußen sein Geschäft erledigen kann. Draußen aufs Klo? Will er wirklich, dass ich auf der Straße aufs Klo gehe? Ich bin ein edler Krieger. Ich werde erst ruhen, wenn ich meine Pflicht erfüllt habe. Genug geredet, diese Toiletten sind mein. Ich bin Numelfos, der Blitzschnelle. Blitze lassen sich nicht fangen. Wow. Der Kampf beginnt und Shiro brettert direkt mit einem Angriff rein. Passt alle. Ja, das. Ich glaube. Die sind mega stark, ne? Wow. Die sind mega stark. Das sind die stärksten Nomemon, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Was soll das? What the fuck is going on? What? Ich meine, ja, okay, es sind nur Nomemon, aber dafür, dass es nur Nomemon sind, hauen die gerade ziemlich rein. Oh, shit. Oh, Mann. Oh nein, Kothaufenwurf, alles nur das nicht. No! Oh nein, oh Gott, jetzt werfen alle mit Kothaufen. Jetzt geht los. Oh Gott. Ja, liegt eigentlich überhaupt schon irgendeiner hier von denen? Ich glaube nicht, ne? Oh Mann. Can you? Maybe? Wow. Also die Masse macht's dann doch, ne? Also man muss hier echt aufpassen. Zum Glück können meine Digimon gut AOE-Attacken. AOE. Oh Gott.
Müssen wir das jetzt für jeden Klo machen oder ist das jetzt hier so eine einmalige Sache? Oh. Was ist noch übrig da, der Kleine da? Na kommt, mach den auch noch fertig. Hihi. Komm und... Shiro, wenn du schon mit dem Laser schießt, dann ist du versuchen zu treffen. Schieß einfach in irgendeine Ecke. Okay. Einmal Ulti bitte und dann darf die Sache durch sein, oder? Gucken wir mal. Wie Shiro einfach mal daneben schießt, was soll das? Meine Güte. Und... Boom! Oh Gott. Das dauert ewig. Es tut mir leid, ich krieg gerade auch nicht so viel. Ich bin gerade einfach nur so fassungslos. Oh, er hat mal getroffen. Meine Güte. Okay, wow. 18.000. What? Und ich habe die Angriffsfähigkeit Urteil erlernt. Was auch immer das ist. Also zu welchem Typ das gehört. Gut gemacht, Retter der Welt. In der Silberwüste findest du Moraige. Mich hast du besiegt, aber Moraige wird nicht leicht zu schlagen sein. Wenn du unterwegs auf Scuffle triffst, dann richte ihn bitte aus. Die Prinzessin kennt das Geheimnis der Krone. Lang lebe das Reich des der Außenklos. Willst du mich verarschen? Es hat sich selbst heruntergespült. Was soll bitte das Reich der Außenklos sein? Oh mein Gott. Oh! Trophäe erhalten. Überragender Zähmer. Wir haben das Maximallevel erreicht. Cool. Gmail, Ex-Szenarien. 8 verbleiben. Oh Gott, ich muss jetzt zu allen Toiletten gehen? Nö. Nö, das ist mir zu doof. Nee, das ist mir zu... Nee, ganz ehrlich, Leute, nein. Nein. Nein, das mache ich nicht. Nein. Gut, das mache ich, glaube ich, nicht. Nein, das könnt ihr vergessen. Das ist mir zu doof. Huch, achso, meine Digimon mussten aufs Klo, jetzt gerade zufällig. Okay, cool. Gut, meine lieben Freunde. Trotzdem, auch wenn ich das nicht mache, ist das trotzdem noch nicht die letzte Folge. Die kommt dann vermutlich übermorgen. Mal gucken. Ja, wenn es wieder heißt, wie mein Let's Play Digimon World, Next Order. Ein letztes Mal vermutlich. Okay, ciao, bis zum nächsten Mal. Bye.